Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Weihnachtsszenarios aus dem Weihnachts-Add-on, das es gerade gratis auf Steam gibt. Deshalb spiele ich das mal. Ich dachte mir, das ist mal was Passendes zu Weihnachten und mal was anderes. Genau. Wir fangen direkt an mit dem zweiten Part, mit dem zweiten Szenario. Die Spielzeuge haben sich freiwillig gemeldet, um uns bei der Suche nach den Geschenken zu unterstützen. Allerdings passen sie nicht in unsere Personenwaggons hinein. Wir müssen was Passenderes finden. Stellen Sie die Waggons hier ab und fahren Sie dann in DE. Genau. Klingt logisch. So koppeln wir ab. Das ist genau. Wieso kann ich den nicht abkoppeln? Ich kann den nicht abkoppeln. Das ist natürlich auch schön. Es geht doch. So. Gut, nun sammeln Sie bitte einige Wagen ein, damit wir die Geschenke suchen können. Ziehen Sie den roten Hebel nach oben, um loszufahren. Okay, nach oben. Wir gehen mal am besten vorne in den Führerstand. Guck mal, das ist auch schön detailliert, ne? Ja, wir fahren jetzt mal vorsichtiger. Ich habe nämlich einen Versuch vorher schon gestartet und bin direkt rausgeflogen. Schneebälle, das müssen die Gnome sein. Die wissen, dass wir etwas vorhaben. Diese Gnome, diese Bösen. Wie können sie nur? Ich finde dieses Add-on so putzig, ja. Also ihr könnt es auch, wenn es das jetzt nicht gratis gibt. Das ist jetzt so eine Weihnachts-Edition, so ein Weihnachtsangebot. Könnt ihr euch das auch für 6,99 kaufen? Ich wusste tatsächlich bis heute gar nicht, dass es dieses Add-on gibt. Also, ich finde das ganz lustig. So, da haben wir was. Sie sind direkt voraus. Wir halten gleich an und setzen dann rückwärts in das Gleis. Fahren Sie noch ein Stück und warten auf meine Anweisung. Alles klar. Wir werden mal. Lassen Sie uns dort vorne anhalten, um dann rückwärts in das Nebengleis zu fahren. Damit Sie an die Flachwagen ankuppeln können, ziehen Sie den roten Hebel, halten unter die gestrichelte Linie. Okay. Wir fahren mal langsamer. Lassen Sie uns das Gleis wechseln. Klicken Sie dazu auf die Pfeiltaste hinter uns, sodass der Pfeil auf die Wagen zeigt. Die Abbildung. Okay. Das ist ja lustig. Das ist ja richtig cool. Und jetzt fahren wir einfach rückwärts. Großartig. Nun ziehen Sie den blauen Hebel ganz nach unten runter für die Rückwärtsfahrt. Okay. Achso. Ja, ja. Huch. Wo finde ich denn den blauen Hebel? Wo finde ich denn die alternative Steuerung? Ah, ich glaube, ich muss das hier... Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir haben angekuppelt. Okay. Jetzt bringen wir die zurück. Okay, dann ziehen wir den roten Hebel. Wir fahren. Okay. So. Habe ich gemacht. Thank you.
Jetzt brettern wir auch nicht mehr so doll. Aber jetzt haben wir ein bisschen hinten was dran. So, hier geht es aber bergauf, wenn ich jetzt richtig sehe. Das ist bestimmt der Garten von Manfred. Der wird sich hier irgendwas gedacht haben. Okay, wir fahren da jetzt rein. Hau ruck, los. Das schaffst du. Hau ruck. Ich glaube, wir hätten hier mit mehr Schwung raufgemusst. Los, das schaffst du. Ich werde immer langsamer. Das ist natürlich... Nee, jetzt stoppe ich. Okay, wir müssen nochmal mit Schmackes. Nee, wir rollen mal. Rückwärts. Wir müssen mit mehr Schmackes rauf. Und Bums. Gerade so zum Stehen geblieben. Alle guten Dinge sind drei, wie es so schön heißt. Mit mehr Slow. Das ist doch gemein, dass sie das Slow hinschreiben, ja? Jetzt schön mit... Schön in die Eisen treten. Das sieht schon besser aus. Wieso dürfen hier denn nur 20 fahren? Ich würde gern über die Brücke tuckern. Wir gehen mal rein. So, dann sind wir auch gleich schon wieder am Ende, so wie es aussieht, mit dem Szenario. Oh, das wackelt hier aber ganz schön in der Ansicht. Es sieht von hier dieser Ansicht gar nicht so aus, ne? Wir müssen jetzt mit Gummi darauf. Und... Oh ja. Gut, dass ich das gesehen habe. Das ist ja süß. Unpünktlichkeitsstrafe. Plus 1000. Okay. Gute Arbeit. Die Spielzeuge sehen sehr zufrieden mit ihren neuen Waggons aus. Warten Sie, bis die Spielzeuge zugestiegen sind. Dann geht's auf die Suche nach den Geschenken. Okay. Szenario abgeschlossen. Alles klar, dann gehen wir mal ins nächste Szenario, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video.